Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Vorher, lass mal die Map angucken, wenn wir hier schon sind. Also, wir haben hier anscheinend, das sieht immer noch wie ein Donut aus, aber anscheinend Info. Geschützstellungen, oder sind das Safe? Ich glaube, Geschütz. Ein Auto zum Fahren. Okay, ich glaube, das ist die erste Map, wo wir auch ein Auto benutzen sollen. Cool. Wir können so vordringen. Okay, gute Info. Oder haben wir noch mehr Infos? Ne, hier ist gar nichts mehr. Okay. Dann gib ihm. Was können wir dann tun? Mit einem Mind Carrier verbinden. Wenn ich in ihre Köpfe komme, kann ich sie vielleicht wieder schlafen schicken. Aha. Wenn es keine Seth-Gefahr gibt, pfeift Cell Archangel zurück. Sie wollen Slug. Sich auf die Seth aufschalten? Das war das Wort. Prophet, Sie hatten schon Probleme, sich ihnen zu entziehen, als ihr Hirn geschützt war. Wir haben alle Sicherungen abgeschaltet. Die Naniten in ihrem Anzug sind also frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Sie könnten selbst ein Seth werden. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Alter, epic. Ja, oder er wird sogar selber zum Alpha-Seth. Indirekt, oder Alpha-Anführer, dann kann er die alle kontrollieren. Das wäre auch heavy, ne? Auch eine andere Vorstellung. Okay. Dann... 19 von 100, 32 von 100. Wir müssen unbedingt, feindliche Spuren markieren. Jetzt weiß ich, wo ich das habe. Von dem Effekt hier. Mein Gott. Wir müssen unbedingt den hier bekommen für mehr Tarnung. Also länger. Und, geräuschloses Gehen. Ah, cool. Da muss ich gar nicht mehr sitzen. Warum unbedingt das hier? Habe ich schon. Ja, GG. Dann das hier. Schnellere Bewegung. Aber das dauert so lange, Junge. Wer hat sich das ausgedacht? Warum? Wait. Achso. Aber die Slugs sind broken, ne? Holy, die Reichweite. Ich glaube, dann brauche ich wirklich keine andere Waffe mehr. Diese Shotgun carried ja alles. Junge, 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 Junge. Markieren. Und dann gib ihm. Ha? Darüber. Es wird zusammenbrechen. Sprinten wir. Upgrade. 360. Da ist was zu merken. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. 36 Meter. Oh, ich habe immer Schiss runterzufallen, ne? Nee. Gegner? Nee. Alpha-Jackal. Jetzt mal die Frage, warte mal. Hat nicht die Jackal auch Slug-Optionen? Warte. Oh mein Gott. Okay, dadurch könnte die hier sogar noch stärker werden, weil das ist dann sozusagen ein Sturmgewehr indirekt. Klar, die Reichweite ist nicht die höchste, ne? Aber ich sag mal so, für normale Verhältnisse ist das ziemlich broken. Weil du hast erstens die Möglichkeit, Slug mit schneller Nachladen zu spielen, also 7 Schuss. Oder auf, keine Ahnung, 10 Schuss hoch. Oder mit Rückstoß mehr. Das heißt, du könntest ein richtig heftiges Sturmgewehr haben, wie eine Sniper. Du könntest dann alles wegficken, was du willst. Du könntest sogar Double-Shotgun spielen, und zwar eine, die schneller schießt, ist für Slug-Ballern, und die eine, die Dollar ballert, die würdest du dann einfach normal spielen. Oder auch Slug, nur noch mehr Schaden. Junge, das ist crazy. Diese Waffen mit der neuen Munitionsart gefällt mir. Aber wahrscheinlich ist sie sehr selten. Wir haben immer noch keine freigeschaltet gefunden. So, und ich muss jetzt da rein, ohne dass ich da was kaputt mache. Jawohl, hier ist es. Ich danke dir vielmals. Hier ist sonst nichts mehr? Nee. So, wir haben wieder 3. Ich schalte jetzt den letzten Dreier frei. Wunderschön. Schalte stärkere Powerkick frei, schalte Luft frei. Erhöht die Reichweite auf 25. Boah, nicht so wichtig. Also ich finde, von dem Baum ist definitiv, wenn man nicht offensiv geht, das hier finde ich am besten. Oder schnellere Bewegung, falls man wirklich schnell sein möchte. Für schnelleren Spielstil. Ansonsten finde ich das hier zweitbesten. Definitiv. Ja. Also ein indirekt der, also schwächste Baum von allen. Ich glaube, der stärkste Baum, würde ich sagen, ist der hier mit den ganzen Panzerungen. Und dann würde ich sagen, vielleicht mehr der Kampfbaum hier. Oder Überlebensbaum. 50-50, genau. So. Da hinten, das Ding will ich noch hacken, auf jeden Fall. Wir sollten hier wieder raus. Wunderschön. Das hat wehgetan. Okay, überraschend. So, wir können die Rutsche benutzen. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Tarnfeld aktiviert.
Alles klar. Markieren, markieren, markieren. Sichtfeld blockiert, Sichtfeld blockiert, Sichtfeld blockiert. Ja, komm schon. Komm schon. Ich will nicht zu weit davor gehen. Jetzt. Lieber schon vor weitem sowas schaffen. Ups, oh Alter. So, was haben wir denn da drin gefunden? Eine MG. Und C4, das ist gut. Denn wir haben keinen Raketenwerfer mehr. Können wir also ruhig nehmen. So, wie weit sind wir mit der Map? Ich will kurz mal nachgucken. Oh, gerade mal hier. Okay, interessant. Sniperinos mit dabei. Ist da unten etwas drin? Ich glaube nicht. Das Zeichen ist halt sehr, sehr komisch. Na gut. Runter hier. Rex-Ladung heißt sie hier. Alles klar. Soweit noch nichts. Jetzt haben wir Gegner. Update, Upgrade. Update. Bin direkt schon. Okay. Wir versuchen die... Einen haben wir schon mal gehittet. Ich habe keinen Bock, die Pfeile gleich zurückzuholen, deswegen mache ich gerade den Range hier. Ach, gesehen. Nicht schlimm. Problem ist, man sieht halt sehr wenig. Dadurch ein bisschen heavy. Ja, ja, ja. Schieß ruhig, das ist eh ein kaputtes Auto. Wunderschön. Jawohl, da waren es nur noch zwei. Dafür haben wir den Sniper-Spielziel. Oh, du Ficker, du bist da drunter. Lauf, lauf, lauf. Wunderschön. Der war nur einmal. Okay. Da können wir gerne die Shotgun mal testen, wie viele Schüsse wir für den Typ wieder unten brauchen. Für unseren besten Freund. Oh, hier sind Pfeile. Hätte ich doch vielleicht benutzen sollen. Habe ich erst zu spät gesehen. Das schafft ihr nie im Leben. Die jagen die ganze Stadt hoch. Ihr werdet alle sterben. Ich glaube aber nicht vor dir, oder? Nee. Freund der Sonne, du bist unter mir. Ganz unter mir. Das hat wehgetan. Nice one. Double Shot. Ich glaube, wenn ich noch näher gestanden hätte, hätte ich bestimmt One-Shot schaffen können. Wie viel Schaden? 3 Balken fehlen noch. Ich glaube, hätte ich Slug One-Shot. Garantiert. Am meisten Kopf, 100%. Ich muss da hoch. Jawohl. Geduld, Geduld, Geduld. Das ist ja ein Nachteil einer Energiequelle. So, noch ein Upgrade. Schöner Billardtisch. Hier kann ich nicht durch. Schade. Ich finde, sowas ist auch so ein bisschen ein schickes Detail, dass man überhaupt Türen einfach so benutzen darf, wie man möchte. Ein Pfeil fehlt mir, dann werde ich auch diese Kacke da benutzen. Außer ich komme da nicht mal hoch, ne? Ja, okay, für einen Pfeil will ich da jetzt nicht hochgehen so lange. Ist jetzt nicht so schlimm. Jawohl. Umgucken. Nichts. Ich nehme schon mal Shotgun in die Hände. Ich nehme Pinchgewehr in die Hände. Jawohl. Oh, bessere Sicht direkt. Wow. Ach du Scheiße. Ohne Wörter. Prophet? Prophet? Wow. Sind Sie da? Sind Sie okay? Achso, denken die, er ist einer von denen oder nicht? Sie greifen sie nicht an. Mein Gott. Wir halten sie für eine Chef. Für ein Alpha, oder? Nein, tun sie nicht. Sie denken, ich bin der Alpha-Chef. Ich bin der Alpha-Chef. Prophet! Prophet! Das ist zu gefährlich! Sie verlieren mit einem Chef!
Nein! Nein, ich bin okay. Alles gut, alles gut. Junge, Junge, Junge. Knapperino, sag ich dir. Die sind jetzt blau. Ich spüre den Schwarmverstand. Er ist so mächtig. Das ist es. Junge. Ihre Gedanken und die Energie ist ein und dasselbe, wenn ich nur... Das ist geglänzt. Scheiße. Was ist das? Der wahre Alpha Seth. Sie müssen da rauf, Prophet. Das war wie so ein Rivale, der gerade selber... Kurz konzentrieren. Meine Anzugenergie sinkt nicht. Oh shit, also haben wir unendlich Muni. Ich erleide keinen Schaden. Sicher? Seth-Waffen sind mächtiger. Ich habe das Gefühl. Es ist vorbei. Nee. Rückstoß. Keine Muni mehr. Oh, hey, Anna. Nachladen. Was ist das für ein Gewehr hier? Noch einer. Okay. Nee, das kann ich nicht überspringen. Haben wir ihn? Zweimal Pinchgewehr. Holy, das war gerade heavy. Ich wollte gerade sagen, der hat das Ding geklänzt, unter seinen Willen gebracht, sozusagen, wie so ein Rivale, der das Alpha-Männchen wie bei den Löwen sozusagen übertrumpft, sozusagen der Neue werden will. Und dadurch besiegt. Und auf einmal der Alte wieder zurückgenommen. Oder wie bei Middle-Earth, Shadow of Mordor, wurde die Türme klänzt. Genau das selber war das auch gerade. Mit Einheiten übernehmen. Ey, Junge, das war geil. Okay, jetzt wird's langsam hier richtig cool. Junge, Junge, Junge. 3 von 5 her damit. Okay, es gibt ja so 5 verschiedene Alien-Waffen. Wir haben jetzt 3 von 5 aufgehoben. Das ist geil. Okay, das war gerade richtig cool. Foreshadowing. Hat mir gefallen. Jetzt kann ich die Dinger auch markieren. Alter, jetzt bin ich ein bisschen hype. What the hell war das denn? Voll cool. Aber er verliert sich ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Prophet. Wir müssen uns treffen, schnell. Die Situation ist außer Kontrolle. Es funktionierte nicht, aber der Schwarmverstand ist pure Energie. Wenn ich sie noch etwas mehr reinlasse, oh, Alter. Kann ich diese Energie selbst nutzen. Prophet, kommen Sie zurück und hören Sie mir zu. Ich habe neue Details zu Archangel. Er ist schon im Orbit. In einer Stunde könnte er hier sein. Außerdem evakuiert Cell alles, außer einer Anlage ungefähr 5 Klicks von hier. Aha. Scheint eine Leitstelle für den Satelliten zu sein. Wow. Bringen Sie mich da rein, dann schalten wir Archangel gemeinsam ab. Ja. Sind Sie dabei, Soldat? Ja, Ma'am. Das kommt, ich muss kurz die Info aufheben. Weg damit. Haben wir? Haben wir. Okay. Ich würde gerne sehen, wie viel Damage das Ding macht. Ui, 2 Schaden fehlt noch. 5 Schuss Salven, Sekundärmodus, Munition, Plasmakern, 40 Schuss Kapazität. Okay, let's go. Oh, oh. Aufs Schießen, Junge. Oh, die... Oh. Stalker. Ja, die kann ich ja nicht markieren. Die haben irgendwie so eine beschissene Eigenschaft. Aber alles andere werde ich markieren. Ui, schöner Schuss. Ja, die kannst du halt vergessen, ne? Das bringt halt einen Scheiß. Da ist ein Geschütz. Das könnte wichtig sein. Alter! Junge, das war nice. Und das war leer. Oh man, der Spaß ist so kurz. Davor war er mit dem Energiekern verbunden und deswegen konnte er unendlich, glaube ich, schießen. Aber ich konnte auch keine Energierüstung nutzen. Obwohl er gesagt hat, unsterblich. Irgendwie war da auf jeden Fall was anderes am Werk. Einer down. One shot. Kurz zurück. Wir müssen regenerieren.
oder von hier ballern. Wir sehen ihn. Auf zu wackeln, Ficker. Wunderschön. So muss das sein, die Nanosicht. Wo kommt die her? Oh, sag mir nicht unendlich, bitte nicht. One shot. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Junge, sind. Nee, die sind unendlich, oder? Ich muss einerseits eigentlich auch nach da hinten gehen. Pass auf, wir rennen kurz mal nach hier hin. Blatt nach. Und dann durch. Ich will nämlich kurz gucken, ob hier. Ich glaube aber nicht, sonst müsste schon längst hier was gedroppt sein. Ja, nee. Ich dachte, ich könnte von hier gucken, ob da was drin ist in dem Haus. Nicht, dass ich das übersehe, ne? Wie ein Upgrade oder so, Info. Und deswegen bin ich herangegangen. Wir gehen jetzt ganz silence hier drüber. Und zwar hier unten lang. Aber die spüren mich, glaube ich, auf. Ich nehme, glaube ich, schon mal die Shot in die Hand. Als wenn die mich spotten. Ihr Ficker. Schnell, schnell. Das Geschütz visiert uns an. Boah, da ist ein MG. Muss hier rein. Oh no. Der Nachteil einer Shotgun, ihr merkt, wie langsam sie ist mit dem. Mit diesem Nachladen halt, dieses Tschick-Tschick die ganze Zeit, das ist so. Das dauert und dauert. Das wollte ich gar nicht, ich wollte die andere Waffe für die Upgrades. Genau, Granatenwerfer. Hier ist kein mehr Damage, oder? Doch. Zwei, immer zwei, okay. Aber es ist immer noch gerade mal vier, ne? Ja, nur vier Schaden, das ist echt billig, weil. Ihr müsst euch vorstellen, die K-Volt hatte schon vier von Anfang an. Die ist aber auch selten, ne? Am Anfang des Spiels kriegst du Waffen, die du später gefühlt kaum findest. Muss man sich merken als Trick. Schnell, schnell, schnell. Lass mich durch. Scheiß Kuhle. Nehmen wir. Oder nehme ich doch lieber die andere Shotty. Oh, da, jetzt bin ich echt am Überlegen, ey. Die Stabilität ist eigentlich für den Arsch. Einmal schneller nachladen ist schon geil und dann einmal slow ist auch in Ordnung eigentlich. 10, 20, warte mal. 28. Ein bisschen mehr, aber die schießt auch mehr. Ah, es ist so schwer. Och man, ich bin. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Ich teste die später, die Jackal. Ich werde noch ein bisschen die hier mehr testen, aber. Dann. Wow. Nicht runterfallen. Die hier nehme ich mit. Ich danke euch vielmals. Und den Rest macht ihr hier alleine, Jungs, ne? Ich bin nochmal weg. Hier gibt es eh nichts mehr zu finden. Die waren anscheinend bei mir schon voll. So. Hier ist gar nichts los. Die Feuerleiter lässt mich nicht durch. Boah, 1800 Metern. Wollt ihr mich verarschen? Wie weit ist es denn weg? Heiliger Gott, okay, das wird jetzt wehtun, hier runterzufallen. Ich hoffe nicht zu viel, sogar. Oh, das. Nee, das wird ziehen. Ich gehe lieber hier runter. Hier ist ja nichts, ne? Nee. Gehen wir mal hier ein bisschen noch hin. Oh nein, ein armer Basketballplatz. So. Runter. Maximale Panzerung. Ihr Ficker.
Junge, dieser Flick-Aim, weil ich die ganze Zeit richtig auf Adrenalin bin, ey. Ich hab keinen Bock, dass mich immer anspringt, wieder Jumpscare. Ihr kleinen Wichser in eurem Rudel, ey. Ey, du Ficker da oben. Hast du jetzt wirklich dich verbissen und lässt dich jetzt im Stich? Ah, hier waren Explosivdinger. Ich hätte die one-shotten können. Wenn man es gesehen und gewusst hätte, schon vorher, ne? Oh, pisst euch, Jungs. Was sind das hier für Level? Ich mag sowas ganz und gar nicht. Alles voller Wasser. Ich sehe gar nichts. Scheiß Level-Design. Also gutes Level-Design, aber ich hasse Dunklaute. Hier ist Claire, meine Einheit. Wir haben unseren TPZ zerstört. Können Sie... Wir brauchen Hilfe, Prophet. Ich weiß nicht was... Ich fürchte, das überleben wir nicht. Halten Sie durch. 5 Minuten, okay? Nur noch 5 Minuten. Claire? Claire! Was mit... Wo ist überhaupt Psycho, Junge? Wir haben einen Buggy. Die Panzer sind kaputt. Das ist schlecht. Okay, das ist das letzte Stück, müssen wir fahren. Hat der Buggy ein MG drauf? Natürlich nicht. Kann ich das MG da drauf machen? Das wäre cool. Weg mit dem Scheiß hier. Gib mir ein bisschen Munition. Ah, wieso sind die kaputt? Die werden besser. Mit dem Ding wäre ich die ganze Einheit. Okay, wir müssen aber häufiger stehen bleiben. Oh Gott. Alter! Wait. Wisst ihr, warum ich stehen bleibe? Man kann nicht so gucken. Ich glaube, wir werden was übersehen. Alter. Das war's nicht. Alter, wo lang? Alter, ich drifte nur. Oh yeah. Alter. Halt. Prophet, hören Sie mich? Prophet? Ich höre Sie. Wie sieht's aus? Okay, ich glaube nichts verpasst. Prophet, ein Glück. Wir hatten schwere Verluste. Romeo 12 hat einen Sperrriegel errichtet, aber... Prophet, es ist hoffnungslos. Okay. Boah, der laute Sound aber auch. Oh, Junge. Junge, das war richtig so von wegen, wie ist das? Zombie-Apokalypse, ey. Schön Mossberg. Unnormal. Oh, oh. Doppelt hält besser, sagst du, wa? Halt. Lass mich durch. Hör auf zu wackeln. Okay, hierfür brauche ich keinen maximalen Zug. Das ist unnötig. Wir brauchen den Raketenwerfer. Der ist besser als die C4. Also benutze ich das C4, Junge. Wegschmeißen werden wir es nicht umsonst. Er versteckt sich. Schnappt ihn euch. Oh mein Gott. Mann, war das nice. Okay. Die sind alle down. Da liegt wieder die Gerendel überall. Hier ist eine dicke MG wieder. Die MG, muss ich ehrlich sagen, für dieses... Spiel, weil es viel actionreichiger ist, ist es zu langsam. Das ist einfach zu langsam. Ah, Sniper weg oder nicht? Nee, nee. So, kann ich hier mal durch?
Wo sind die anderen Pfeile? Die anderen Pfeile sind... Wow. Du kleiner Bastard, denn, warte. Ey, chill mal, wie kannst du drei auf einmal schießen? Das ist ein... Was? Insta-Reload. Der Junge, der ist unfair. Der cheatet. Okay. Und durch, und durch, und durch, und durch, und durch. Vielleicht schaffe ich ja sogar Run and Gun. Oh, was war das? Gar nichts. Vielleicht schaffe ich ja sogar Run and Gun mäßig etwas zu finden und zu töten. Oh, Alter, dieses... Nee. Neue Welle! Nimm auf! Es ist hoffnungslos! Wir kommen hier nie raus! Hey! Sparen Sie sich auf meiner Frequenz die Schwarzmalerei. Oder ich schicke Sie persönlich als Ein-Mann-Armee an die Front. Haben wir uns verstanden? Nein, er hat recht. Es ist hoffnungslos. Oh Gott. Bis zum Schluss kämpfen, niemals aufgeben. Selbst bei 0,01% von Gibi Man. Ich bin nicht mehr weit entfernt. Bald bin ich da. Alter, ist das eklige Dunkel hier und unheimlich. Nanovision aktiviert. Mein Gott. Oh, fucking hell. Ich sollte dahin. Ich hab mich kurz erschrocken, Alter. Corbett, vergessen Sie es. Ich denke, Sie sollten Ihre Mission abschließen. Archangel hat oberste Priorität. Sie verschwenden hier nur Zeit. Wir hätten einen besseren Start gehabt. Wir wären ein tolles Team gewesen. Ach du Scheiße. Zukunft oder sieht er die Wirklichkeit? Ja, Vision ist das okay. Das Ding ist, man kann immer Visionen verhindern. Oder verändern. Schon die nächste Mission? Oder immer noch im gleichen Mission? Ich glaube, wir sind immer noch in gleicher Mission. Romeo 1. Wir haben hier einen Vulture für Ihre Evakuierung. Over. Michael, du bist zurück. Romeo Actual, hier ist Romeo 1. Bitte halten Sie sich auf diesem Kanal an das Funkprotokoll. Over. Was immer Sie sagen, Romeo 1. Over. Okay. Dann alles mit dem, was wir tragen können. Wir haben Slug bekommen. Wir haben Slug bekommen. Oh mein Gott. Umändern, umändern. Wie viel haben wir davon? Nur 11 Schuss. Du darfst ja keinen Spaß haben, ne? Also deswegen sage ich ja, dass manchmal ist es so geil, wenn man wie bei The Last of Us unendlich Muni hat. Weil es ist so ein großer Fun-Faktor, weil es ist nervig. Ich würde gern Slug die ganze Zeit spielen. Kann ich nicht. Es ist so zum Kotzen. Ein Hoch auf Unlimited Muni, genau wie in den 2000er Jahren. Ey. Junge, das waren noch Fun-Zeiten. Einfach nur Spaß, Junge. Weil im Singleplayer ist es ja auch egal. Ist ja kein Multiplayer, wo es um Competitive Gerechtigkeit geht. So, runter hier. Einmal rutschen. Oh, das hat ein bisschen vervielfältigt, den Tempo-Boost. So, die Jaff brauche ich. Das Ding da leider nicht, weil es viel zu viel frisst. So, let's go. Panzermodus aktivieren. Ja, ja, ja. Das kommt noch. Da ist ein Buggy. Den brauche ich auch. Wunderschön. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Okay, hier ist nichts zum Einsammeln. Das will wehtun. Okay, doch nicht. Noch sehe ich nichts. Infochip. Munition. Immer sind die Panzer kaputt, die Ficker. Danke für den Chip. Spezielle Munition wahrscheinlich für den Typhon. Wow. Alles schon echt Mass Effect-mäßig hier. Und die Lautstärke. Gib ihm. Das ist nicht gut. Aua. Wir werden sterben. Cool, das ist mein erster Tod, weil ich hab's nicht hinbekommen, diese verfickten Raketenwerfer rauszuholen, Junge. Weil er ist nicht mehr auf der 4, wie im ersten Teil, im zweiten Teil, sondern auf der 3, sondern ist jetzt auf der 4. Oh, Steuerung. Leck, komm hier.
Na gut, nächster Versuch. Diesmal habe ich ihn. Vielleicht wäre es auch besser durchzufahren. Oh mein Gott. Oh. Romeo 1, wir wären dann jetzt soweit. Over. Das Ding hat doch Waffen. Romeo 12, eine verteidigungsfähige Position. Over. Verstanden, Psycho. Okay, nee. Scheiß drauf. Nee, nee, doch nicht, scheiß drauf. Wo lang denn? Fick mich, nee, weg hier. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Und dann auch das noch. Das Ding brennt. Das Ding brennt. Sekundärziel. Self-Fahrbereitschaft erkunden. Also war ich doch richtig drin. Renn, Junge, renn. Alter. Die Munition war leer. Ich dachte, ich habe unendlich. Das ist die Fahrbereitschaft. Geiler Macker. Das ist schon besser. Aber warte. Bevor ich das mache, ich markiere erstmal alles. Das geht sonst gar nicht. Markieren, markieren, markieren. Und gib ihm. Maus anzugreifen, wie beschleunigen. Oh, hier haben wir unendlich Muni. Boah. Komm schon. Jawohl, Junge. Wo ist hier der eine? Aussteigen. Ich brauche mehr Vision hier. Da hinten ist noch einer. Wenn ich? Ne, da ist noch irgendwas anderes. Gut. Oh Junge, so muss das sein. Wunderschön. Oh ja, und jetzt weiß ich, warum ich nicht durch konnte, Junge. Das fucking Tor ist zu. Wo öffne ich hier das Tor? Ihr Ficker. Wir geben wieder normale Munition wieder. So, okay, erkunden wir mal. Du wirst mich nicht töten. Oh, Chip. Wichtig. Die Jaff wieder. Nein. Wer schießt hier? Irgendeiner hat hier doch gerade geschossen. Noch ein Chip? Ja, wie viele Chips hier sind. Sehr, sehr viele Infos. Ein bisschen auch zu viel, muss ich sagen. So, Steuereinheit. Ja, geht auch. Muss ich beide Seiten oder nur eine? Ich hab nur eine. Die Tore öffnen sich. Armageddon. Oh, Alter. Cooles Feuerwerk. Dankeschön. Ich bleib beim Panzer. Ich nehme so einen Kack-Hambi nicht. Buggy. Wunderschön, Junge. Oh, Alter. Hami? Haben wir. Ohne Markierung ist es ein bisschen schwer, sie zu sehen. Ist echt widerlich.
Alter, was Profit. Geht hier ab? Wir haben einen Notruf auf Rush, sicheren Kanal aufgefangen. Over. Rush! Wenn uns jemand helfen kann, dann er. Wo ist der Pisser überhaupt? Ich habe neue Informationen zu Archangel. Wir orten gerade seine orbitale Position. Sie müssen sich beeilen. Er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rushs Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Treffpunkt. Aha, ist es jetzt ein Sekundärziel oder nicht? Nee, kein Sekundärziel. Da gebe ich mir. Jo, dieser Nitro-Modus, ey, geil. Come on, gib Gas. Schön abgeschossen. Nur noch ein bisschen. Waren da Minen oder war das out of map? Och, Herr. Junge, das ist das einzig Eklige an dem Spiel. Diese Kontrollpunkte, ne? Ich mag Spiele, wenn du einfach das drücken kannst. Hier steht Spiel speichern, Spiel gespeichert auf, keine Ahnung, Platz 1 oder wie du es denn nennst und weiter. Kontrollpunkte sind so widerliches Safe-System. Für Hardcore ja, aber so nicht, weil du hast so viel Verlust. Oder wenn du zum Beispiel Aufnahme beendest, vor einem Kontrollpunkt musst du alles wieder replayen. Kotze. So kotze. Ach Junge, was ist los mit euch? Ich sehe nichts. Diesmal bleiben wir stehen und gucken uns um. Das ist ganz wichtig. Prophet, wir haben einen Notruf auf Rush sicherem Kanal aufgefangen. Over. Rush, wenn uns jemand helfen kann, dann er. Hey, Juli. Ich habe neue Informationen zu Archangel. Wir orten gerade seine orbitale Position. Beeilen, er wird in 15 Minuten über New York sein. Schaffen Sie das? Wir sind nur noch ein paar Klicks von Rushs Signal entfernt. Wir suchen nach einer Spur von ihm und verschwinden wieder. Wir sehen uns am Treffpunkt. Okay. Jemand instant 18 km/h erreicht das Heavy. So. Wieso bin ich gestorben? Wieso bin ich hier gestorben? Das habe ich nicht verstanden. Buggy? Oder willst du mir sagen, ich darf nicht mit Boost runterfallen? Oder gibt es überhaupt gar keinen Boost? Es gibt ja Spiele, die programmieren so schlecht die... wer ist das? Erdanziehungsfalldämpfer? Wow. Es ist wie Skyrim. Ein bisschen zu hoch. Sofort tot. Och man. Ihr Wichser. Ich hasse euch. Guck mal. Das ist widerlich. Lass mich meinen Panzer benutzen. Oh, das ist eklig. Was ist das hier? Gauss? Wir haben die Gauss. Wir haben die Gauss. Holy shit. Tja, dann heißt es wohl vielleicht Ciao Ciao Sniper. Neuer Favorit ist da. Wow. Ja, lass sie mal schießen. So, warte mal, hier ist eine Gauss. Ja, will ich die schon wegsnipen? Nee, kann man nicht. Prophet, Landezone ist heiß. Ihre Luftabwehr wird von einem externen Generator gespeist. Kannst du ihn erledigen? Over. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sekundärziel. Ah, da hinten. Ja, gerne. Infiltrieren. Flugabwehr. Ja, weißt du was? Das können wir gerne machen. Ich glaube, ich werde erstmal ein bisschen helfen hier.
Einer weniger. Bloß nicht ablenken lassen. Ich bin nur hier, um zu helfen, Cell. Ne? Oh mein Gott. Nachladen. Wir machen unsere Sniper leer und nehmen dann die Gauss-Kanone. Haben wir. So, dann machen wir den Schalli weg. Geil. Ja, die Range halt, ne? So, vorletztes oder letztes Magazin? Letztes Magazin. Auf zu wackeln, du Ficker. Ich sehe nichts. Ja, ich treffe halt die Schulter. Sag mal, Ballistik oder was? Damn, hat viel ausgehalten. So, Gauss-Kanone. Komm her, mein Freund. Ach, schon wieder nur 4 Schuss. Ihr seid solche. Ich. Mir fallen sehr viele Wörter ein. Ich werde sie nicht benutzen. YouTube Monetarization irgendwann sagt danke. Okay. So, hier können wir uns runter sein lassen. Das werden wir auch machen. Wunderschön. Schrotmuni. Stimmt. Ich kann ja. Probier ich mal die Slug aus. Mal gucken, wie es sein wird. So, die machen das. Ich gehe nach da hinten, weil, warum nicht? Nehmen wir den langen Weg. Sprint, sprint, sprint. Wir haben sogar ein neues Crosshair dadurch. Voll cool. So, die Shotty ist jetzt ein Sniper geworden. Oder ein sehr starkes Gewehr. Aha. Prophet, wir haben Rush. Wir haben Rush. Wie ist dein Status? Konfus. Er redet nur wirres Zeug. Ich denke, er weiß nicht, wo er ist und wer wir sind. Aber körperlich ist er okay. Mein Gott. Er war immerhin mitten in einer Seth-Todeszone. Keine Ahnung, wie er das überlebt hat. Tja, wir haben vielleicht eine Ahnung. Zwei Shots. Und das mit der Slug. Holy. Ey, hör auf zu schießen, du Ficker. Oh, was ein Dodge. Ah, das ist der Dicke. Und ich dachte schon so, Junge, schieße und schieße, schieße und schieße. Irgendwas passiert da nichts. So, du Ficker. Nein. Wunderschön. 3 Schüsse. Gefällt mir. Aber die Muni gefällt mir nicht. Junge, ich habe 8 Schuss, ihr Wichser. Wie soll ich damit arbeiten? Reaper-Kanone, Expect-Mörser, gib ihn her, Junge. Feuer! Und, guter Aim? Oh, Junge, chill. Nee, ist halt so. Das war's. Okay. Das ist nicht nah genug dran, ne? Das auch nicht. Pass auf. Wir nehmen die... Nein. Doch, das war die richtige. Okay. Reaper-Kanone. Na gut. Sag mal, kannst du mir einmal... Oh nein, meine Energie. So, rennen wir durch. Immer noch nicht genug. Einmal hacken, bitte. Come on. Haben wir. Sonst können wir nichts mehr hacken. Ich versuche jetzt mal den hier zu holen. Das sind jetzt Menschen, oder? Oder sind es immer noch safe? Ne, das sind Menschen. Es ist eine fucking Minigun.
Oh, no, 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 no. Ja, die haben die MGs besetzt. Die Ficker. Okay. Leise durch. Geräusche sind ja jetzt silent. Jumpshot. Jumpshot. Sag mal, kriegt er keinen Schaden oder was? Oh oh. Oh oh. Come on, come on, come on, come on. One. Two, three und four. Gib ihm. Gib mir Deckung, mein guter Freund. Hier ist ein Upgrade. Wichtig. 3 Meter noch. Hacking. Come on, come on, come on. Wunderschön. Oh, da ist wieder die Hammerpistole. Oh, das könnte gut werden. Da ist wieder die Gauss-Kanone. Leise. Oh, erschreck mich nicht so. Wieso kann ich dich nicht hacken? Sichtfeld blockiert. Alles hacken, damit mich nicht noch einmal etwas überrascht. Und mir Deckung gibt, solange ich hier ein bisschen am Rumtesten bin. Okay, hat einer hier die... Das brauche ich. Hätte ich vielleicht mehr nutzen sollen. Ich brauche die andere Shotgun. Ich will die jetzt ausprobieren. Mich hat die Shotgun mit der Langsamkeit nicht überzeugt. Aus diesem Grund. Warte mal. Oh mein Gott. Die hat ja Explosionsmunition, ne? Oh mein Gott, guck dich das an. Aber auch slow. Alles ein bisschen zu slow gegen die schnellen Gegner. Gefällt mir nicht so sehr. Ja. Wir sollten uns eine bessere Ausrüstung suchen. Oh! Oder ist noch aus? Ich hack's trotzdem, ich habe so Schiss davor. Das klappt wohl nicht. Oh, das klappt! Okay, weißt du was? Als wenn! Flugabwehr deaktiviert. Du kannst jetzt landen. Alles klar, dann geh jetzt zur Kontrollstation. Beeil dich! Der Lift müsste noch funktionieren. Over! Aha. Lass mich kurz mal eine bessere Waffe finden. Irgendwie bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich habe. Ganz und gar nicht. Typhon, Scarabs, Typhon. Ah, weiß ich nicht, ne? Das ist so, gemischtes Gefühl gerade ein bisschen. Ah, ich habe die Gauss-Kanone, die ist halt nur ein paar Mal gut. Auch nicht so das Ding, was ich suche. Was könnte ich noch nehmen? Ah, die Shotgun doch wiederholen. Oder die Pistol weiterspielen. Ich glaube, ich teste mal die Pistol einfach mal aus. Scheiß drauf. Weil die kann ich gut hin und her springen, was ich mit ihr spielen will. Deswegen, ich glaube, ich bleib jetzt dabei. Ja, machen wir das so. Testen wir die gute alte Pistole, die wir am Anfang hatten und sofort wieder weggeschmissen haben. Genau. Okay. Wir müssen da lang, wir müssen da lang. Ich glaube, ich sollte einmal zurück, oder? Weil... Die Map ist gewaltig, ey. Okay, ich muss so oder so dahin. Ich war ja davor hier. Jetzt bin ich nur hier rumgegangen. Das heißt, wir gehen einmal rum, gehen dahin. Machen das hier fertig und dann geht es sowieso weiter. Aber ich würde sagen, der Part ist lang genug, also machen wir hier auch einen guten Stopp. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.